Hallo meine Lieben, wir hatten heute Nachmittag den Halbmond, beginnen jetzt die Phase des zunehmenden Mondes und aus dem Grund möchte ich euch gerne noch für die kommenden zwei Tage, für den Samstag und Sonntag, ein allgemeines Orakel, eine Botschaft übermitteln. Ja, ich arbeite heute wieder mit den Lenormand-Karten von Jérôme Marchetti und mit den mystischen Kipper-Karten von Elisabeth Fichter. Ich beginne jetzt mit den Hauptthemen des Tages. Einmal die Botschaft für morgen, Samstag. Und noch eine Botschaft bitte für Sonntag. Das ist die Botschaft für Sonntag. Und ich werde jetzt noch weitere Karten darauf legen, was den Tag beinhaltet. In die Deutung gehe ich am Schluss. Jetzt noch einmal zusätzliche Karten für den Sonntag.
So, die Karten sind ausgelegt und ich fange an mit dem morgigen Tag, der ja auch nun gleich beginnt. Ich lege meistens in der Nacht, zumindest heute zum zunehmenden Mond, da ich da am besten die Botschaften erhalten kann. Es ist die kurze Krankheit gefallen. Ihr werdet hier nach einem kurzen Verlust, nach einer Krankheit oder einer Sache, die euch zurückgeworfen hat, aufgrund des Wunschpartners in die Klarheit kommen, gelangen. Das sagen die Sterne. Hier wird es leidenschaftliche Gespräche geben, aber ich möchte ganz gerne noch eine Zusatzkarte, da ich mir jetzt da noch nicht ganz so sicher bin, wobei es eigentlich so sein, so bekomme ich das rein, dass es so sein wird. Leidenschaftliche Gespräche in der Liebe. Ich werde auf beides jetzt nochmal eine Zusatzkarte legen. Ja. Einmal auf die Liebe nochmal. Eine Zusatzkarte. Also, nach einer kurzen Zeit, die euch geschwächt hat, ja, oder schwächen wird, mehr oder weniger, werdet ihr in die Klarheit gelangen. Da ja hier auch schon der Brief liegt, die Einladung, in die Klarheit gelangen, durch euren Wunschpartner, Partner. Da wird es leidenschaftliche Gespräche geben, die euch wieder in die Macht, in die Klarheit, Gelassenheit, in die Ruhe bringt, in der Liebe. Und es wird aber, hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Ja, das hatten wir vorgestern schon. Es geht um eine Entscheidung. Ich hätte gerne noch eine Karte auf die Entscheidung, die hier getroffen werden muss. Der treue Wegbegleiter, der euch treu, loyal, liebt über alles, begleitet. Die Entscheidung wird positiv ausgehen, da der Hund der liebevolle Freund gefallen ist. Ja? So, der Sonntag ist der Erfolg gefallen, eine Glückskarte, viel Geld gewinnen. Ich habe hier auf die Liebe gelegt und diese Karte ist natürlich auch mehrdeutig. Und auf den Erfolg möchte ich gerne noch eine Zusatzkarte, da der Mond und die Massen gefallen sind, somit auch die Würfel.
Die Brücken sind gefallen. Und ich werde noch eine Zusatzkarte anlegen. Der Schlüssel. Also, für Sonntag. Erfolg mit der Brücke. Egal wie holprig, egal wie brüchig. Hier wird es eine Zusammenkunft geben, beziehungsweise die Brücke wird überquert werden. Der Schlüssel besagt, hier wird es zu Lösungen kommen. Ja, hier wird es eine Lösung geben. Das sagen ja auch die Würfel. Das Risiko wird eingegangen. Hier sind die Masken. Genau auch wie am Samstag unter dem Wunschpartner. Ja. Die Masken werden fallen. Hier ist es zwar noch zur negativen Seite bei dem Mond, aber das Risiko wird eingegangen und hier wird es zu einer Einladung kommen. Wie auch hier gesagt, zu Gesprächen, zu leidenschaftlichen Gesprächen. Ja, die Karten sind ja auch miteinander verbunden, die euch in eure Macht und Stärke wiederbringt. Klarheit durch den Mond. Ja. Hier werden auf jeden Fall die Masken abgelegt, das Risiko eingegangen und es wird zu einer Einladung kommen. Da vielleicht noch etwas Zeit, da jetzt keine Zeitkarte gefallen ist. Ja. Auf die Einladung kann ich noch eine Zusatzkarte legen. Die doppelte Bestätigung, dass ihr eine Einladung erhalten werdet. Ja? Also, großer Erfolg. Die Brücken werden überquert. Eine Lösung wird gefunden. Intuition, gefühlvolle Erleuchtung. Hier werden noch Masken getragen, die werden fallen. Die Würfel sind. Hier ist die Sonnenseite und. Ups, so. Hier ist die Sonnenseite und hier sind die Würfel. Es wird neu justiert. Ja. Und die doppelte Bestätigung für die Einladung. So, meine Lieben, das war die Wochenendlegung für euch. Seid ganz lieb gegrüßt. Bis dahin.